Hallo, mein Name ist Philipp. In diesem Video kannst du dein Wissen aus dem Basic-Video testen. Zusätzlich erfährst du, wie man Textgleichungen zum Thema nichtlineare Funktionen löst. Schnapp dir am besten wieder ein Blatt Papier und einen Stift und schon geht's los. Zum Einstieg schau dir die folgende Aufgabe an. Bestimme die beiden nichtlinearen Funktionsgleichungen und notiere dir deine Antwort. Pausiere dazu am besten das Video, damit du in Ruhe überlegen kannst. Konntest du es lösen? Die gesuchten nichtlinearen Funktionsgleichungen sind a und c. Warum? Weil bei f von x das x eine Hochzahl ungleich 1 besitzt, nämlich 2, und bei h von x befindet sich das x im Nenner. Ich zeichne für dich die zugehörigen Funktionsgraphen, dann wird es bestimmt offensichtlicher. Nur der Funktionsgraph von g von x entspricht einer durchgehenden geraden Linie. Die Funktionsgleichungen von a und b sind somit nichtlinear. Falls dir die Erklärung zu ungenau ist, schau dir nochmal das Basic-Video an. Du findest es hier. Textaufgaben gelten als die Meisterdisziplin im Mathematikunterricht. Du brauchst dich davor aber ganz bestimmt nicht zu fürchten. Ich zeig dir, wie du am besten vorgehen kannst. Schau dir mit mir die folgende Aufgabe an. In der Abbildung siehst du eine Flasche, die konstant mit Wasser befüllt wird. Der zugehörige Funktionsgraph gibt die Füllhöhe h von t in Abhängigkeit von der Zeit t an. Die Aufgabenstellung lautet: Bestimme, welcher Funktionsgraph diesen Sachverhalt beschreibt. Versuche einmal selbst die Aufgabe zu lösen. Welcher der abgebildeten Funktionsgraphen passt deiner Meinung nach am besten zu dieser Textaufgabe? Pausiere das Video und notiere deine Antwort. Die Lösung folgt gleich. Konntest du es lösen? Es ist kein Problem, falls du dir unsicher bist. Textaufgaben sind anfangs etwas knifflig. Sie werden mit der Übung jedoch leichter. In diesem Fall ist Antwort A die richtige Lösung. Warum? Schau dir mit mir die Flasche etwas genauer an. Du weißt, dass die Flasche konstant mit Wasser befüllt wird. Das heißt, du drehst im Grunde einmal den Wasserhahn auf und verstellst ihn nicht mehr. Die Form der Flasche ist entscheidend für die Füllhöhe. Bis zur breitesten Stelle des Flaschenbauchs nimmt der Wasserstand immer langsamer zu, da sozusagen viel Platz für das Wasser da ist. Sobald wir jedoch über der Mitte des Flaschenbauchs sind, wächst die Füllhöhe und damit der Wasserstand rasant an. Betrachte mit mir noch eine Aufgabe. Der abgebildete Pool wird mit Wasser befüllt. Pro Minute fließen konstant 70 Liter Wasser in den Pool. Achtung! Jetzt gibt der Funktionsgraph die Füllmenge v von t in Abhängigkeit von der Zeit an. Die Aufgabenstellung lautet: Bestimme, welcher Funktionsgraph diesen Sachverhalt am besten beschreibt. Versuche wieder selbst die Aufgabe zu lösen. Welcher der abgebildeten Funktionsgraphen passt deiner Meinung nach am besten zu dieser Textaufgabe? Pausiere wieder das Video und notiere deine Antwort. Die Lösung folgt gleich. In diesem Fall ist Antwort C richtig. Warum? Weil dieses Mal die Füllmenge, also das Volumen in Liter, gefragt ist. Du weißt, dass der Pool mit 70 Liter pro Minute befüllt wird. Demnach erhöht sich auch das Volumen jede Minute um 70 Liter. Diese konstante Steigung erkennst du beim Funktionsgraphen c, der dieses Mal einer geraden Linie entspricht. Bei a würde das Volumen abnehmen und bei b würden nicht 70 Liter, sondern sogar immer mehr Liter hinzugefügt werden. Betrachte mit mir noch eine letzte Aufgabe. Hier erfährst du, wie man aus einer Textaufgabe eine Funktionsgleichung bestimmen kann. Lies dir zunächst den Text durch und pausiere dafür am besten das Video. Ich habe dir in der Zwischenzeit eine kleine Skizze angefertigt, damit du dir das besser vorstellen kannst. Die Aufgabenstellung lautet: Bestimme, welche Funktionsgleichung diesen Sachverhalt am besten beschreibt. Schau dir die folgenden Funktionsgleichungen an. In diesem Fall gibt die Position von t an, um was für eine Art von Gleichung es sich handelt. A ist eine lineare und b und c sind nichtlineare Funktionsgleichungen. Bei b gibt es zwei t, wobei eines davon eine Hochzahl ungleich 1 hat und somit nicht mehr linear sein kann.
Betrachte mit mir die Funktionsgraphen zu den Gleichungen etwas genauer. Was meinst du? Welche dieser Antwortmöglichkeiten entspricht am ehesten dem Hochwerfen eines Balls? Pausiere am besten wieder kurz das Video und notiere deine Antwort. Antwort B ist richtig. Warum? Obwohl er den Ball senkrecht, das heißt gerade nach oben wirft, zeigt der Funktionsgraph die Höhe des Balls zu den verschiedenen Zeitpunkten an. Der Ball wird von einem Meter in die Höhe geworfen und landet kurz nach der dritten Sekunde wieder am Boden. Sehr gut. Du kannst den passenden Funktionsgraph bzw. die passende Funktionsgleichung einer Textaufgabe zuordnen und diese somit auch lösen. Du hast das Mastery geschafft. Gratuliere! Künftig wirst du dich noch mehr mit nichtlinearen Funktionen beschäftigen. Schön, dass du mitgemacht hast. Bis zum nächsten Mal.